Auch im Februar warten wieder sehr viele tolle Neuzugänge auf uns, unter anderem auch von meinen Lieblingsautoren. Und welche Bücher genau, das verrate ich euch jetzt. Zum einen erscheint am 11. Februar Herzgrab von Andreas Gruber als Hörspiel. Und das finde ich so fantastisch. Herzgrab ist ja meine Lieblingsgeschichte von Andreas Gruber, und dass die als Hörspiel rauskommt, ach, ich hoffe, sie kommt auch zu Audible, dann muss ich mir die auf jeden Fall holen. Guthaben hätte ich noch, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe euch schon so oft über die Handlung dieses Buches erzählt, deswegen nur ganz kurz. Wir haben hier zum einen die Ermittler Peter Gehring und Dinos Kartozza, die einen Fall aufzulösen haben, bei dem eine Frau in der Toskana bei dem Begräbnis ihrer Brüder verschwindet, und da auch die Brüder schon auf sehr mysteriöse Art und Weise ums Leben gekommen sind, ist natürlich jetzt die große Frage, was denn mit der Dame ist. Auf der anderen Seite haben wir die Privatdetektivin Elena, die eigentlich jede vermisste Person wiederfindet, und sie hat den Auftrag, einen vermissten Maler zu suchen, und zwar Salvatore del Vecchio. Und ja, irgendwann taucht ein mysteriöses letztes Bild von dem Maler auf. Das macht das Ganze nur noch zu einem größeren Rätsel. Beide Fälle hängen miteinander zusammen. Es handelt sich nämlich um ja, die gleiche italienische Künstlerfamilie, und es ist eine sehr düstere Familiengeschichte, der wir hier auf den Grund gehen. Und die ermittelnden Charaktere sind meine absoluten Lieblingscharaktere, weil jeder seine Ecken und Kanten hat und auch da alles miteinander zusammenhängt. Peter Gehring und Elena sind nämlich eigentlich verheiratet, aber momentan im Scheidungsprozess, weil sein Kollege Dinos Kartozza mit seiner Ehefrau geschlafen hat. Dementsprechend entspannt ist natürlich das Arbeitsverhältnis, aber ich schätze an den beiden, dass sie in den richtigen Situationen trotzdem zusammenhalten und professionell arbeiten können, auch wenn sie sich privat eher necken. Ja, also hat mir ganz viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen und das jetzt noch als Hörspiel zu erfahren. Da freue ich mich richtig drauf, und ja, das werde ich mir auf jeden Fall zu Gemüte führen, und ihr solltet das auch. Und einen Tag später, am 12. Februar, erscheint schon das nächste Highlight, und zwar Die ewigen Toten von Simon Beckett. Leider erstmal nur als Hardcover. Ich hätte mich so auf einen neuen Hunter gefreut, aber ich muss aufs Taschenbuch warten. Also ich hole es mir dann vielleicht mal als E-Book oder so. Ach, mal schauen. Momentan habe ich ja eh nicht so den Kopf für. Aber ob ich jetzt noch ein Jahr warten kann, ist so die andere Frage. Denn die Thematik hier ist wieder, ha, wunderbar. Also das Setting, besser könnte es nicht sein, denn auf dem Klappentext steht, wie es schön beginnt schon, nur Fledermäuse verirren sich nach St. Jude. Es ist nämlich ein stillgelegtes Krankenhaus im Norden von London. Und dort wird auf dem Dachboden eingewickelt in eine Plastikplane eine Leiche gefunden. Und David Hunter stellt fest, dass die schon seit längerer Zeit da liegt, weil sie auch ja so mumifiziert ist. Und er stellt eben auch fest, dass es sich bei der Leiche um eine schwangere Frau handelt. Ja, und sie entdecken, als sie die Leiche bergen, irgendwie ein fensterloses Krankenzimmer, das nicht auf den Plänen verzeichnet ist. Und da ist nochmal die große Frage, warum niemand von der Existenz des Raumes wusste. Ja, wofür wurde er verwendet und warum wurde der Eingang jetzt zugemauert? Das ist natürlich die große Frage. Ja, also.
Ich bezweifle nicht, dass das ein toller Thriller wird. Das Setting, stillgelegtes Krankenhaus, mumifizierte Leiche, wir werden wieder ganz viel lernen. Wir haben noch ein mysteriöses, nicht verzeichnetes Zimmer, was da ist. Und hier steht auch, dass in diesem Raum wohl noch Krankenbetten stehen und Betten, in denen noch jemand liegt. Ist jetzt die große Frage, wie die sehen, dass da jemand liegt, wahrscheinlich nachdem die die Mauer eingeschlagen haben. Aber ja, vielleicht oder wahrscheinlich wird es nicht die einzige Leiche bleiben, diese mumifizierte Frau. Deswegen, ach, ich freue mich schon sehr drauf, auf einen neuen David Hunter. Und ja, wenn ihr die Reihe noch nicht gelesen habt, dann fangt ganz schnell mit dem ersten Teil an, und zwar Die Chemie des Todes. Die Todesbotin von Thomas Elbe erscheint am 18. Februar. Das ist der zweite Teil um den Ermittler Viktor Puppe. Der erste Teil hieß Der Todesmeister. Den habe ich damals als Rezensionsexemplar erhalten und fand ihn ganz gut, also einen soliden Thriller. Verlinke ich euch die Rezi gerne nochmal oben. Hatte einige Kritikpunkte und ich weiß, dass der Autor die Rezension gesehen hat und beziehungsweise ich hatte mit ihm dann irgendwie kurz Kontakt und er meinte, dass der ein oder andere Kritikpunkt ihm selbst schon bewusst war und er das eben im zweiten Teil alles ausbügeln möchte. Und ich bin natürlich gespannt, wie sich auch der Autor hier entwickelt, nicht nur der Protagonist. Und deswegen möchte ich das Buch auf jeden Fall lesen. Die Frage ist nur, wann. Also es kann jetzt natürlich durchaus ein bisschen dauern, bis ich dazu greifen werde, aber ich habe es auf jeden Fall auf dem Radar und weiß, dass es erscheint. Und ich denke, das ist auch eine ganz tolle Reihe für jemanden, der eine Thriller-Reihe mit sehr außergewöhnlichen Charakteren lesen möchte. Sehr ausführliche Thriller und ein bisschen actionreich. Ich lege euch da am besten mal meine Rezension ans Herz, weil ich habe ihn nicht mehr hundertprozentig im Kopf, den ersten Teil. Aber im zweiten geht es, also es spielt auch wieder in Berlin. Ein Deutsch-Türke liegt erschossen in seinem Handyladen. Ich finde es wahnsinnig klischeebehaftet irgendwie, aber gut, mal schauen. Und nach einer Explosion in einer leerstehenden Kinderklinik wird dort auch ein Flüchtling tot aufgefunden. Man vermutet irgendwie einen terroristischen Hintergrund und ja, der Staatsschutz reißt quasi die Fälle an sich. Aber Viktor Puppe und seine Kollegen verfolgen eben eine ganz andere Spur, und zwar die sich zur zwielichtigen völkischen Siedlung, wie sie genannt wird, vor den Toren der Stadt führt. Ich weiß nicht, ob das so eine Art rechte Gruppierung oder sowas ist, keine Ahnung. Viktor schleust sich auf jeden Fall in die Gemeinschaft ein und ist bei seinen Ermittlungen auf sich allein gestellt. Und ich denke, das könnte natürlich schon eine sehr spannende Angelegenheit werden. Ja, also verspricht auf jeden Fall Action, Spannung und noch viel mehr, hoffe ich. wenn ihr das Buch gelesen habt, schreibt mir gerne Bescheid, wie ihr es fandet. Da bin ich richtig gespannt drauf. Und lesen werde ich es, wie gesagt, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wann. Und ja, ein Wiedersehen mit Viktor Puppe wird es auf jeden Fall geben. In Spuren von Hannes Köhler erscheint am 22. Februar im Ullstein Verlag. Das Buch gibt es wohl auch schon ein bisschen länger, erscheint aber jetzt erstmals im Taschenbuch. Ihr seht, ich bin ein absoluter Taschenbuch-Fan. Also ich mag auch die broschierten Ausgaben nicht so gern, weil die auch irgendwie genauso unhandlich sind wie ein Hardcover.
Auf jeden Fall wird hier auch eine Art Klischee bedient, denn bei einem Abend unter Freunden verabschiedet sich einer auf einmal, und zwar Felix, der sagt, ach, ich gehe mal schnell Zigaretten holen. Und ja, kommt aber tatsächlich nicht mehr wieder und bleibt verschwunden. Und die Freunde ja, versuchen natürlich irgendwie, ja, der Sache auf den Grund zu gehen, warum denn Felix jetzt verschwindet. Und ja, es war wohl eine On-Off-Freundin in der Gruppe dabei, die Zugang zu seiner Wohnung hat. Und ein Freund, Jakob, der arbeitet sich da so ein bisschen in sein Leben ein, und anscheinend ist dort nicht so, wie es scheint, und es fallen einige Ungereimtheiten auf. Und hier steht noch, dass in demselben Maße, in dem sich Jakob Felix Leben aneignet, scheint ihm sein eigenes zu entgleiten, bis sich in ihm die Grenzen verwischen. Hört sich sehr interessant an. Das kann natürlich auch in jede mögliche erdenkliche Richtung gehen. Und wenn ihr schon mal was von dem Buch gelesen habt, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin die Rache von Ethan Cross, der letzte abschließende Band der Shepherd-Reihe. Von Ethan Cross erscheint am 28. Februar. Vermute mal, das ist der letzte. Es steht zumindest dabei, dass es der letzte Teil ist in der Verlagsvorschau. Ich hoffe auch, dass die Reihe noch unnötig irgendwie in die Länge gezogen wird. Von da an, ja, versuche ich auf jeden Fall die Reihe zeitnah zu beenden, denn hier ist es tatsächlich wirklich so, dass man nicht ganz so viel Pause dazwischen machen sollte, weil ich finde, ja, die Charaktere entwickeln sich so stark weiter und verändern sich so sehr, dass man da am Ball bleiben muss. Ich finde auch nicht, dass man die Bände einzeln lesen kann, kann schon, aber ob man dann so tief in der Geschichte drin ist, glaube ich nicht. Dementsprechend kann ich euch über den Klappentext natürlich nicht viel verraten. Wer die Reihe noch lesen möchte, da ist wahnsinnig schnell gespoilert. Ich rate euch auch, die Klappentexte nicht durchzulesen. Gut, vielleicht vom ersten Teil. Aber wenn ihr die Reihe dann weiterverfolgt, da habe ich mich schon mal ganz böse gespoilert. Und deswegen, ich habe jetzt mal, weil ich eh schon sehr weit in der Reihe bin, den Klappentext des Neuen gelesen. Und tatsächlich gibt er nicht viel her. Eigentlich nur, dass wir es mit einem Serientäter zu tun haben, der The Taker genannt wird, und eine Shepherd-Agentin fällt in seine Klauen quasi, und die Kollegen versuchen sie natürlich zu retten. Und ja, hier steht auch noch, dass Ackerman einen blutigen Krieg anzettelt, einen Krieg, der viele Opfer fordern wird, auf beiden Seiten. Und da bin ich ja mal gespannt. Das finde ich wahnsinnig interessant, dass nicht nur auf der Gegenseite viele Opfer sterben. Oder ja, ich finde gerade nicht die richtigen Worte, sondern dass auch auf der eigenen Seite wohl einige ihr Leben lassen müssen. Und dadurch, dass einem die Charaktere im Laufe der Bände ja schon sehr ans Herz wachsen, bin ich tatsächlich mal wahnsinnig gespannt, wer diese ganze Sache am Ende dann überlebt oder auch nicht. Und daran werden wir dann vielleicht auch sehen, ob es tatsächlich der letzte und abschließende Band ist und ob es ein einigermaßen Happy End wird oder ein Chaosende. Da bin ich tatsächlich wirklich schon gespannt und freue ich mich auch sehr drauf. Ethan Cross schreibt ja auch immer sehr actionreich, wo man einiges erwarten kann. Mit dem Zorn habe ich jetzt so gegen Ende hin ein bisschen meine Probleme, aber dazu mehr im nächsten Lesemonat. Der Schlund der Hölle von Richard Montanari erscheint am 28. Februar im Bastei-Lübbe Verlag. Und auch die Geschichte hört sich sehr spannend an.
Hier geht es um William Hardy und seine Frau wurde brutal ermordet. Seine 12-jährige Tochter musste das Ganze ansehen und ja, ist seitdem stumm. Und irgendwann beschließt William Hardy dann, die Zelte in New York abzubrechen und aufs Land zu ziehen, wo er ja ein neues Leben anfängt und ja, vermeintlich dort in dem alten Anwesen, das er kaufen möchte, seine Ruhe findet und vielleicht auch seine Tochter ihre Stimme wiederfindet. Aber hier steht, er ahnt nicht, dass er sich dadurch auf dem direkten Weg in den Schlund der Hölle befindet. Das macht doch sehr viel Lust auf mehr, weil man auch gar nicht weiß, was einen hierbei so erwartet. Es kann auch in jede mögliche erdenkliche Richtung gehen. Deswegen bin ich auch hier sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob es Teil dieser ellenlangen Reihe ist, die Richard Montanari mal angefangen hat. Werde das nochmal recherchieren und blende es euch ein, falls ich es herausgefunden habe. Aber ich denke, zumindest hört es sich für mich so an, als dass man diesen Band auch durchaus als Einzelband lesen kann. Und ja, macht definitiv Lust auf mehr. Das waren die Bücher, die mir im Februar besonders ins Auge gesprungen sind, die erscheinen, auf die ich mich sehr freue. Es sind immerhin drei meiner Lieblingsautoren dabei. Was will ich mehr? Also der Februar ist für mich wirklich sehr toll, was das angeht. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, auf welche Neuerscheinungen im Februar ihr euch freut und welche Bücher, Hörbücher ihr euch auf jeden Fall holen möchtet. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Tschüss!